Leute, es ist soweit. Es geht in die nächste Runde. Legacy of the Duelist Link Evolution. Und ich freue mich sehr, denn wir haben ein sehr episches und sehr ikonisches Duell hier vor uns. Und das wollen wir natürlich hier spielen und dementsprechend hier erstmal Platz schaffen. Und dann wollen wir in die Kampagne rein. So, wir gehen in OG. Und da, Leute, wir sind da. Marco haben wir. Wir haben auch gegen Mai. Nee, da sind wir nicht. Warte, wir sind zu weit. So, wo sind wir denn? Duell Identität. Da! Die Stunde der Wahrheit. Ja, wir haben letztens gegen den guten Bones gespielt, der einfach Karten gespielt hat, die ich noch nie gesehen habe bei ihm. Aber mal gucken, mit welchen Karten wir jetzt spielen. Jetzt spielen wir gegen Kaiba, gegen Yukio. Und das ist ein Duell, wo ich sehr, 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 sehr sauer war als Kind dann, dass Kaiba hier gewonnen hat. Und eigentlich müssten wir jetzt ja hier verlieren. Ah ne, ich glaube, wir spielen jetzt Kaiba, oder? Spielen wir als Kaiba? Ich glaube, wir spielen als Kaiba, weil wir müssen jetzt ja gewinnen quasi so. So, wir gehen hier rein. Ja, blibblablub, ne, wir wissen das. Geschichtsdeck natürlich hier. Wichtig, Leute. Wir wollen hier natürlich die richtigen Decks haben hier. Okay, wir spielen Kaiba, ja. Wir müssen ja auch gewinnen. Ja, wir dürfen anfangen. Das heißt, wir gehen Second. Ah, Legacy Rule Nummer 1. So. Yugi, dann zeig mal, was du kannst. Aber ohne fusionieren, bitte. So, was haben wir hier? Oh, okay. Aber wir fangen ja nicht an, mal gut. Was haben wir denn hier? Okay, der Riese. Mhm. Und ein Tributmonster. Warum spielen wir... Warte, Illusion ist natürlich strong. Ich frage mich aber wirklich, warum... das ist die Frage, ne? Ich weiß ja nicht, was er spielt. Ah, ich habe Angst, dass er Tribut zusammen gleich macht. Aber deswegen setzen wir das jetzt nochmal. Dann gehen wir unseren Zug ab. Ich frage mich hier wirklich, ganz ehrlich, warum spielt man nicht einfach ohne... Also mit den... ernsthaft? Mit den Tributregeln. Also ohne Tribute. Ist ja, Battle City war das ja so. Das heißt, ja, ich verstehe das nicht ganz. So, aber auf die Hand, mein Lieber. Ja, die geht auf die Hand. Das heißt, er zieht gleich wieder die Karte. Das ist natürlich sehr gut für uns. Und die Schwerter. Okay, da liegt die Elfe. Oh, ja, wir haben auch die Elfe, ironischerweise. Wir können jetzt das sogar zerstören. Aber da liegt halt die Elfe. Der hat nur 2000. Das ist schlecht. Wir hoffen, dass wir damit durchkommen. Und setzen das jetzt. So. Wir machen den Gegner hier in Sicherheit. Flute Zerstörung. Müssen wir nicht nutzen, vielleicht. Erstmal müssen wir eh hier chillen. So. Er zieht. Er macht genau das Gleiche, ne? Oh, nein. Dann machen wir hier nochmal. Nein. Also nein. Nein. Oh, man kann die abbrechen drücken. Krass. Nein. Ich kann auch gedrückt halten, glaube ich, ne? Ja, ist natürlich kritisch jetzt hier an dieser Stelle. Aber wir könnten ihn theoretisch. Oh, okay. Also, wir wollen auch, dass wir den Ultradrachen rufen, ne? Also, nein, wir wollen. Nein, wir wollen immer nicht aktivieren. Ich aktiviere es gleich. Wir spielen noch eine davon. Wie viele Bricks wollen wir denn haben? Legt sie aufs Deck zurück. Wir können sie halt nochmal aufs Deck legen, theoretisch. Komm, machen wir einfach. Wir sitzen das hier aus. Nein, immer noch nicht. Das geht wieder aufs Deck. Also die Wand ist halt gut. Und solange er nichts Neues sieht, können wir ja gewinnen hier. Das wäre auch lustig gewesen hier, so ein Duell. Yugi gegen Kaiba. Kaiba einfach so. Zieh doch mal, zieh doch mal, zieh doch mal, zieh doch mal. Ja, Diggi, wir haben es verstanden. Ja, das ist schon übertrieben, ne? 2-7 Death ist schon eine Hausnummer natürlich. Oh, nochmal Flugzerstörer. Ja, komm, wir stallen hier durch. Let's go. Ja, er zieht einfach keine Karten. Er spielt einen durch, geht mit den gleichen Karten und Schwerter sind jetzt sogar auch weg. Ah, schön. Schön, 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 schön. Ah, lustig. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir so. Digga. Jetzt zieht er neue Karten, das gefällt mir nicht. Das ist schlecht, würde ich sagen. Für jedes Monster auf dem Spielfeld, ja gut. Ja, dann machen wir jetzt hier Pass. Wir haben ein Problem. Wir kommen über die Dame nicht drüber. Er zieht eine neue Karte. Au, oh, das gefällt mir gar nicht. Nein, wollen nicht. Das gefällt mir gar nicht, ne? Oh, noch eine Wand. Ja, dann stallen wir hier den Lachs hier weiter durch. Super. Das tipptopp. Das super. Das ist sehr gut. Dann ziehen wir, aktivieren jetzt die Karte, damit die hier nicht ständig da liegt. Komm, beschwören Monster. Nein. Ja, komm, jetzt aktivieren wir sie dann aber. Oh, erstmal hier live kriegen. Ja, ja. Und erstmal hier wieder auf die Hand. Und erstmal hier wieder aufs Deck. So ein Ding nämlich. So, Steinsoldat diesmal. Okay, Pass.
Steinsoldat, pass. Das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, Tufte Gier! Ja, komm. Das ist doch gut. Zwei Blue Eyes wären richtig wild. Ja, aber ein Djinn. Aber ein Djinn. Ja, dann. Ah ja, es geht ja nicht wie bei Mastool. Vergesse ich immer wieder. Angriff auf den Lachs. Boom. Alter, es läuft. Ja, warte, die Illusion ist auch sehr broken. Ne, muss man an dieser Stelle sagen. Alter, das ist sehr unfair. Yugi zieht jetzt erst eine dritte Karte gefühlt. Okay. Erde. Das geht auf jedes Monster. 1-9. Warum die Elfen Angriffsmodus? Einfach so. Okay. Mal auch immer. Mal auch immer Elfen Angriffsmodus. Oh. Das gehen wir aber offensiv rein. Ja. Wir opfern eine Wand. Ruf eine neue Wand. Ein Schwertkämpfer. Na, wenn es so weitergeht, schaffen wir hier Angriff. Bevor er noch eine Equip zieht und er wieder aufs Deck. Wieder aufs Deck. Guck mal, wir machen Reverse. Was für immer Kuribo angreifen. Du ziehst einfach immer das Horn. Immer das Horn. Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem für uns. Aber ist egal. Das ist sehr gut. Ja, das gefällt mir doch. Ja, Blue Eyes. So ein Ding ist das gleich. Und dann machen wir den hier natürlich. So. Aber wir hätten mal Dora aussetzen können. Aber wir wollen, dass Yugi nicht so viele Karten zieht. Weil er wird jetzt equippen. Oh. Oh. Oh! Ja, wir machen hier den Kaiba. Wir behalten alle drei weißen Drachen in der Hand. Ja, wir rufen aber erst den Ultradrachen, wenn wir auch wirklich sicher sind. Und damit sind wir noch nicht sicher. So, später Geki. Ich hab's jetzt gesagt, ne? Nein! Der spielt nicht Geki, oder? Komm, mach dein Horn wieder. Nein! Set Cards! Nein, das ist alles nicht gut. Was machen wir jetzt? Djinn! Das ist gut. Nee, ist nicht gut. Ja, wir haben noch eine... Dürfen wir da reinbeschwören? Doch, Regeln sagen, wir dürfen da reinbeschwören, oder? Wir beschwören einfach mal. So. Nehmen wir Zug ab. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Das Ding ist immer, sobald eine verdeckte Karte kommt, ist halt immer gefährlich, ne? Kann halt alles kommen, ne? Kann eine Mirror Force sein, kann Rest of Boot sein, kann alles sein. Und wir haben... Was ist das denn jetzt hier? So, Diggi, geh hier weg mit deinen Schwertern. Danke. Was? Musst du Karte abwerfen? Ja, komm hier. Davon haben wir genug. Ein paar mehr Fusionen. Shit, jetzt ziehen wir, lassen wir den Karten ziehen. Das ist schlecht. Nein. Wild. Wild. Diggi, chill doch mal. Was ist denn los mit dir? Unfair. Unfair. Lol, einfach Stein. So, mein Lieber, dann beenden wir das Ganze jetzt hier. Fusion. Und das war's. Ich rufe das mächtigste Monster, was du je gesehen hast, Yugi. Ich fusioniere den weißen Drachen mit den weißen Drachen mit den weißen Drachen für den legendären... Echt jetzt? Wo ist die Animation? Egal. Keine Animation. Schade, schade. Aber dafür, Djinn geht dir geschichtlicher. Bam. Und er zieht wieder die gleiche Karte. Und das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Das ist sehr gut. Komm, mach es. Ja, und greif Kuribo an. Mach es. Ne, schade. Ja, das bringt dir jetzt nichts mehr mit 2-7 Defense. Digga, wie viele Fusionskarten soll ich denn noch haben? Wir beschwören ihn hier. Und jetzt? Nein, 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 wir gehen in Battle Phase. Battle Phase, Attacke! Und er zieht wieder die gleiche Karte. Und wieder, und wieder, und wieder. So ein Ding ist das. Was, Zündenbock? Die spielt ja auch nicht. Na egal, solange wir gewinnen, ist mir egal, welche Karten er spielt. Hm. Ja, also, ja, wir müssen weitergreifen. Und für die Symmetrie nehmen wir das hier raus. So, ne, dann können wir jetzt Zug abgeben. Zug ändern. So, mach deinen letzten Spielzug, Pharao! Pass. Stark, mein Lieber. So, keine verdeckte Karte, das heißt, ich habe nichts Angst. Angriffsposition. 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 Flip-Beschwörung.
Sag mal lieber, das war's! Ja, Pharao. Ja, sollte Sündenbock Multiplikator darstellen? Angriff! 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 Immer die Schwächsten zuerst angreifen, falls Ghost kommt. Battle Phase! Bandes! Wo sind die Animationen, wenn man sie haben will? Hier. Ist auch lustig, aus der Sicht von Kaiba das Ganze zu haben. So. Genau. So, jetzt hat Yugi ja verloren und Yugi ist jetzt ja quasi raus aus dem Turnier. Also so gut wie. Jetzt kommt Thea. Duell der Freundschaft. Das ist jetzt wohl das Paradebeispiel. Also, das ist ja wohl das Paradebeispiel für Freundschaftsduell. Und wir dürfen anfangen. Das heißt, wir gehen als zweites. So, Mai. Ich frage mich, wie viele Harpchen sie spielt. Also, welche Harpchen sie spielt. Ich habe es schon wieder vergessen bei Joey. Digga, aufrichtig. Juhu. Okay, komm. Übertreib. Okay, das ist Jenny Millie. Ja, keine verdeckte Karten. So wollen wir das. Kann der überhaupt was? Nee, wahrscheinlich. Oh, wir können ausrüsten. Wir gehen aggressiv rein. Wir können die auch zerstören, aber nach die drei Karten suchen, das wäre ein bisschen blöd. Wir aktivieren das hier und damit haben wir das Duell schon gewonnen. Was? Ich dachte, das pusht um was? 300 ist ja gar nichts, ey. Battle Phase. Attack on this. Nein. Ich glaube noch aufrichtig. Aufrichtig wird hier uns aufrichtig helfen. Also hätte ich aufrichtig gespielt damals, wäre richtig krass gewesen. Aber hat sie halt gar nicht, ne? Ja, komm, Set Card, ich habe keine Angst. Na doch, ein bisschen habe ich. Oh, Kraft der Magie. Warte mal, was war das? Oh ja, ich kann auch eine Gesetzte wählen, ich wähle sie. Zeig her. Lol. Hallo? 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 Ich möchte... Hallo? Info? Hallo? Pause. Spiel versetzen. Was ist das denn? Ja toll, jetzt muss ich erraten. Also ich weiß, ich meine, sie hat was mit Defense-Monster zu tun. Aber... Boom! So. Ja, genau. Ah, wie dumm. Perfekt wird nicht aktiviert. So, dann gehen wir also in Battle Phase. Und machen hier den Sack zu, schon halb. Nein. Das Geile ist ja, Magier des Glaubens ist natürlich auch ein Lichtmonster. Wird also aufrichtig, wird hier sehr gut kommen. Ja, und ein Mirror Force. Wir können hier alles machen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. So, was machen sie? Set. Ist die mal mein Magier des Glaubens an? KI, was los? Ja, dann machen wir den Klassiker, weil der kann sich ja zurück auf die Hand nehmen. Den machen wir nämlich so. Und wir gamblen jetzt. Wir gamblen, dass das hier gewinnt. Richtig gegambelt. Nein, wir möchten nicht aufrichtig aktivieren. Das heißt, wir haben 3200. Ach so, das ist wirklich so Schulhof-Yugi, Alter. Einfach glänzender Elf. 3-2. Gewinne wir für 2. Wann kommt er hoch? Ah, genau. Den kannst du jetzt einfach aktivieren. Schwupp, und dann können wir in den Face gehen. Das Ding ist, also bei Schulhof Yugi, das war bei mir so, also sowas ist natürlich komplett broken, ne? Und dann kamen ja irgendwann mal Karten wie Sakürte Rüstung und ähnliches und dann war so, ja, unfair. Der hat einfach drei Karten mit einer Karte rausgenommen. Unfair. Ja, und das war Schulhof Yugi. Was ist das denn? Leuchtende Freundschaft. Ja, komm. Ist einfach besser, stärker als aufrichtig. Freundschaft und Angriffsmodus. Battleface. Ich bin das Duell hier irgendwie nicht beenden, das ist ein bisschen traurig. Also wir könnten natürlich mit Magier angreifen. Wenn die gerade kämpfst, Friede, vielleicht kannst du der Hand ein Harpchen von der Decke hinzufügen. Okay, das ist okay. Einfach die OG-Harpchen, man kennt's. Angriff. Dann bist du. Also Mai ist schon eine Enttäuschung. Wäre so lustig gewesen, wenn das Duell in Anime so gelaufen wäre. Ja, Mensch, das hat sich ja jetzt gelohnt hier. Ui, ein Magier. Ja, ist halt Game, ne? Brauche ich drüber reden. Battle Phase. Attack mit leuchtender Freundschaft. Cool, man kann auch abbrechen. Der ist ja so stärker. Und jetzt, Maislaum. Puck. Und Angriff.
Ja, Leute, das haben wir doch. Das haben wir doch. Krass. Nein. Belohnung. Ben. So. Und jetzt Kaiba gegen Pegasus. Oh, wollen wir das Duell noch diese Folge machen? Was haben wir denn danach? Oh. Ja, nee, ganz ehrlich, Leute, wir müssen auch mal Puerno sein. Wir haben ein episches Duell gehabt hier. Wir haben Yugi gegen Kaiba gehabt und jetzt Kaiba gegen Pegasus machen wir in der nächsten Folge voll. So, Leute, wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Kommentar da, sagt, wie es euch gefallen hat, in Form von einer Bewertung. Und dann würde ich sagen, gehen wir nächstes Mal rein. Champion gegen Schöpfer, das legendäre Duell. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.